Kuniden, das sind halt die Kardinalbarsche, hauptsächlich eigentlich die Bangalbarsche, die da eben auch kommerziell nachgezogen werden. Und dann eben noch die Pseudochromide, also die Krähenbarsche halt. Und ja, also das sind eigentlich so die gängigen Fische, sage ich mal, die wir auch im Handel eben wirklich dann als Nachzuchten bekommen können. Und dazu habe ich mal aus einem Koralle-Artikel Zahlen mir zusammengesucht, beziehungsweise eben aus solchen Importstatistiken. Also es wären weltweit um die 1472 Arten. Inzwischen gibt es eine neue Studie, die die Importe in die USA analysiert hat. Die sind schon bei weit über 1800 Arten von Fischen halt, die gehandelt werden. Allerdings können davon eben nur 84 wirklich nachgezogen werden, mit mehr oder weniger Erfolg, sage ich mal, weil nur 13 davon dann wirklich in ausreichender Stückzahl nachgezogen werden, sodass sie den Handel eigentlich befriedigen können. Also bei den anderen sind das oft irgendwie Zuchterfolge, die mal in mehr oder größerer Anzahl eben stattfinden, die aber kaum ihren Weg in den Markt oder in den Laden dann letztendlich finden halt. Und dann habe ich hier noch eine Statistik-Auswertung quasi, die sich mal anguckt, was sind die Top 20, also also von den Fischen, die importiert werden in die USA, was sind denn jetzt wirklich die Arten, die eben diese Statistik anführen? Und da ist natürlich der Chromis viridis, also das grüne Schwalbenschwänzchen, Cypteras cyanea, also alles eigentlich mehr oder weniger so eine kleinen Riffbarscharten, und dann kommt schon auf Platz 4 der Amphiprin ocellaris, also unser Nemo-Kandidat halt. Dann wieder einige von den Riffbarschen halt, und eigentlich taucht erst als größere Fisch, sag ich mal, Paracanthurus hepatus, unsere geliebte Dory, auf. Und Dory ist eben derzeit unser Hauptaufhänger und unser Thema bei Esaia e.V. Wir wissen alle, dass eben im nächsten Jahr, am 17. Juni, kommt der neue Film, also der Nachfolgefilm von Findet Nemo raus, und dort wird sich dann alles um Dory drehen, und deswegen wollten wir jetzt eben, oder fangen wir ein Jahr vorher, eine Kampagne auch an, die eben über Dory aufklärt, also alle Aspekte, wo sie herkommt und wie es dann mit ihr weitergeht halt, was es für Anforderungen hat eben an ihre Hälterung und an ihre Pflege im Aquarium. Also da wird es über ein Jahr lang eben eine ganze Kampagne geben. Und man sieht eben hier bei den Importstatistiken aus den USA, also sie liegt eben immer noch in diesen ersten 20 Top-Spezies, die eben importiert werden, drinnen, ne? Und das sieht eventuell etwas anders aus jetzt in Deutschland oder in Europa. Allerdings habe ich mir eine Studie angeguckt, die ist erst von 2014 gekommen, und die Familien, die quasi jetzt also den Handel ausmachen, decken sich komplett mit der Grafik, die wir hier vorher gesehen hatten. Also von daher glaube ich auch, dass die Doktorfische eben auch immer noch eine große Rolle spielen. Also auch in Europa, auch wenn das jetzt quasi eine Statistik aus den USA ist. Es ist in Europa oder in Deutschland speziell dann eben auch sehr schwierig, so eine Statistiken einzusehen. Also man kann kaum irgendwie diese Fischimporte analysieren, weil das eben gar nicht getrennt ist nach Meer und Süßwasser. Also die Süßwasserzierfische würden da genauso mit reinfallen, und es wären dann eben gar nicht die Familien zum Beispiel aufgebrochen oder eben diese Rechnungen, die ja eben eingelesen werden müssen beim Zoll halt. Die werden aber eben nicht in die Statistiken eingearbeitet. Deswegen kann man das ganz schwer auswerten halt. Ja, und wenn wir uns dann mal angucken, sehen wir ja, also wie der Name Exoten oder Live Tropical Fish schon impliziert, es sind halt weitgereiste Tiere. Also das sind wirklich Ausländer, die hauptsächlich aus Südostasien zu uns kommen. Also 80% aller Tiere, die wir hier im Handel finden, beziehungsweise in unseren Becken, kommen eben aus Philippinen oder eben Indonesien. Also Philippinen exportiert keine Korallen, aber Indonesien ist auch der weltweit größte Korallenlieferant.
Und andere wichtige Fanggebiete liegen natürlich dann noch im Südpazifik, also hauptsächlich dann für Korallen auch, aber vielleicht eben auch Fische wie Zwergkaiser halt oder so und Tridacna-Muscheln, also die meisten Riesenmuschelfarmen, also das sind ja alles nachgezogene Tiere, die nur noch in den Handel kommen dürfen halt. Die liegen halt im Südpazifik. Dann haben wir natürlich Australien auch noch, ist aber für die meisten Sachen einfach zu teuer, kann da nicht mit Südostasien konkurrieren. Indischer Ozean, also Garnelen kommen zum Beispiel hauptsächlich aus Sri Lanka. Malediven sind ein anderes Gebiet, wo noch viel gefangen wird. Dann halt noch die Karibik und Hawaii. Hawaii ist halt für den gelben Doktor das absolute Kerngebiet und da gibt es auch nicht so viel Ersatz, sage ich mal. Also wenn es irgendwann mal um den gelben Doktor in Hawaii schlecht bestellt ist oder dort die Fischerei verboten wird, wo es auf jeden Fall seit Jahrzehnten schon böse Bestrebungen gibt. Soweit, dass inzwischen die Fischerei dort wirklich eine der bestgemanagten der Welt ist. Aber wenn dort der Bestand runtergeht, dann heißt das für uns wirklich auch Ade, gelber Doktor. Also da gibt es kaum Ersatz. Ich meine, die Art kommt auch im Indopazifik vor, aber eben einfach nicht in derselben Qualität, Farbe und vor allem nicht in den Anzahlen. Ja, dann, warum kommen denn jetzt so viele Tiere unbedingt aus dem Indopazifik, also sprich aus Indonesien oder eben den Philippinen? Ja, also Indonesien und auch die Philippinen sind die weltweit größten Archipele. Also das heißt, die haben ganz viel Insel, ganz viel Küstenlinie und eben auch ganz viel Korallenriffe. Man nennt es auch ein Hotspot der Biodiversität, also der Artenvielfalt. Das heißt also, ich kann mit einem Import halt die meisten Arten abdecken. Sprich, muss nicht jetzt also aus sämtlichen Fanggebieten der Welt irgendwie mir dort und dort und dort was zusammenkaufen, sondern habe die größten Chancen, alles, was ich möchte, quasi in einem Aufwasch von dort zu bekommen. Und natürlich spielt da auch der Preis eine Rolle. Also Arbeitskraft, also Indonesien ist ein Schwellenland, Philippinen sind eher noch ein Entwicklungsland. Und dort verdienen natürlich die Fischer nicht so viel und die Lebensumstände sind natürlich auch nicht so teuer wie hier. Also sprich, jegliche Produktion, ob das jetzt Zierfische sind oder eben Anziehsachen, ist natürlich dort viel preiswerter als zum Beispiel in Australien, wo ich ja vergleichbare Arten finden würde halt. Also das ist ein unschlagbares Argument, um natürlich aus Südostasien zu beziehen. Und wenn wir uns dann die Handelskette mal detaillierter angucken, also das ist jetzt erstmal so eine Übersicht über die globale Handelskette, dann sieht das ja eigentlich noch ganz geordnet und auch nicht so schlimm aus. Also klar, gibt ein Fanggebiet, gibt einen Zwischenhändler, dann geht es halt in den Export, gibt es hier einen, der das importiert und bestenfalls eben ein Großhändler ist, der sprich, der die Tiere hier eben auch eingewöhnt und erst abgibt, wenn sie futterfest sind und im guten Gesundheitszustand. Der Importeur kann natürlich auch ein Transhipper sein, der die Boxe gar nicht öffnet, sprich die Tiere gar nicht zu Gesicht bekommt, sondern eben einfach weiter schiebt an den Einzelhändler. Oder der Importeur kann auch direkt ein Online-Händler sein. Dann wäre der Schritt Einzelhändler quasi ausgelassen und der Aquarianer würde dann halt direkt vom Online-Handel beziehen. Ansonsten haben wir den Einzelhändler als wichtigen Zwischenschritt eben, der ja eigentlich für die Beratung auch zuständig ist halt. Und den Aquarianer eben in seiner Kaufentscheidung entweder berichtigt, also wenn er meint, eben das passt einfach nicht. Also ich denke, ein verantwortungsvoller Einzelhändler wird eben auch darüber aufklären, was der Fisch, sprich zum Beispiel Dori, eben braucht einfach und dass er eben auch eine gewisse Wassermenge braucht, irgendeine gewisse Einrichtung von dem Becken halt, also sprich viel Schwimmraum und den Aquarianer eben darauf hinweisen und nicht einfach nur blindlings das Tier verkaufen, damit er eben seinen Profit macht. Und dafür arbeiten wir halt auch an dieser Aufklärung, damit sich auch die Einzelhändler da eben
mit einbeziehen lassen. Ja, also jetzt möchte ich eigentlich nur noch auf den Teil oder gezielter auf den Teil, der euch ja wahrscheinlich dann nicht so bekannt ist oder beziehungsweise zu dem wir nicht so oft Einblick haben, wenn wir jetzt hier in den Laden gehen, eingehen. Und das ist natürlich der Teil von den Fanggebieten bis zum Export. Und ich mache das jetzt hier am Beispiel von Indonesien. Und Indonesien ist aufgeteilt eigentlich in zwei große Exportzentren. Das sind einerseits in Bali und andererseits eben in Jakarta. Und in diese zwei Exportzentren wird halt aus dem ganzen großen Archipelago eben Tiere aus den weit entfernten Fanggebieten eben dann in diese Exportzentren verbracht. Und im Fall von Dori, also bekannte Fanggebiete sind halt zum Beispiel um Sulawesi rum, um die Molukken, auch Papua inzwischen mehr und mehr halt dann. Dann halt um Sumbawa rum und Flores. Und inzwischen weniger und weniger Tiere kommen eigentlich jetzt aus der Nähe, also sprich aus der Nähe in Java oder in Bali, in der Nähe von den Exportzentren, weil ich meine, das ist einfach da, wo der Handel quasi und auch die Fischerei ihren Anfang genommen hat. Und die Fische sind jetzt weitestgehend abgefischt dort halt. Und es sind natürlicherweise aber eben auch Habitate, wo nicht unbedingt alle Arten vorkommen. Also das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht nur Überfischung und eben, das sind natürlich auch Siedlungszentren, sprich, also um die Riffe ist es auch natürlicherweise schon durch Umweltverschmutzung nicht so gut bestellt. Also dass da das natürlich schon immer notwendiger wird, eben in weit entferntere Fanggebiete eben auszuweichen, um das zu fangen, was man eben den Aquarianer eben auch anbieten möchte, beziehungsweise was der Aquarianer eben auch abfragt. Und im Fall von Dori befindet sich eins dieser Fangzentren hier in Zentral-Sulawesi. Also ich war zum Beispiel da oben und habe nach Dori gesucht. Und das wird man dann alles in einem Film zum Auftakt der Kampagne dann sehen können. Und dann sind eben die Molukken ein weiteres Zentrum und Papua Neuguinea, also der indonesische Teil heißt dann Irian Jaya. Und da findet man wohl auch noch relativ viele Doris. Ja, das sieht jetzt so noch ganz übersichtlich aus, auch in Indonesien, aber es verzwickt sich weiter. Also hier ist mal zusammengestellt, wie das eben vom Fanggebiet bis zum Exporteur läuft. Und da sehen wir halt schon ganz signifikante Transportzeiten. Ne? Und das liegt eben einfach daran, dass es in Indonesien teilweise noch an der Infrastruktur mangelt, ganz klar. Und aber auch daran, dass quasi Fischer nicht Angestellte sind vom Exporteur, sondern das sind meistens Leute, also die wirklich individuell arbeiten halt. Dann haben sie vielleicht eben einen Zwischenhändler, der bei ihnen im Fanggebiet sich organisiert hat und quasi von ihnen die Fische aufkauft oder sie müssen die Fische eben erst aus ihrem Fanggebiet eben zu einem weiter entfernten Zwischenhändler transportieren. Der Zwischenhändler kann unter Umständen auch die Fische selber erst nochmal zu einem anderen Zwischenhändler verkaufen, bis die Tiere dann eigentlich beim Exporteur landen. Und im Fall von Dori ist die Kette zum Beispiel so, dass die Tiere in, hatte ich ja gezeigt, in Zentral-Sulawesi eben gefangen werden. Und dann eben, also sind die eine Woche sind die in dem Fanggebiet dort oben unterwegs mit dem Boot. Das heißt, während der Woche werden die Tiere eben unter Deck in Plastiktüten gehalten. Einmal am Tag wird Wasser gewechselt und wenn man Glück hat, eben mit Sauerstoff eben auch befüllt. Das kann aber auch oft reine Luft sein. Und dann dauert es in aller Regel nochmal so 2, 3 Tage, wenn das Boot wieder im, sag mal, im dortigen Heimathafen ist, bis eben der Export, ja, der Transport zum Exporteur eben organisiert, dann sprich dann zunehmend mit Inlandsflügen halt, also die Infrastruktur hat sich so weit, dass man jetzt eben Inlandsflüge auch von Städten und Export oder ja, Sammelzentren dann eigentlich und
dann wäre es halt so, dass in unserem Beispiel waren die Fische dann eben nochmal 8 Stunden mit dem Auto unterwegs aus dem Fanggebiet, um dann zum Flughafen zu kommen, zum lokalen. Und dann ist die Flugverbindung, man möchte es kaum glauben, aber auch innerhalb von Indonesien schafft man es locker, 13 Stunden unterwegs zu sein halt, also weil es da eben keine Direktflüge gibt, sondern muss man eben wieder über den Zwischenflughafen gehen und dann stehen sie dort auch wieder ein paar Stunden rum. Also 13 Stunden sind locker ins Land gegangen, bis wir dann eben mit dem Fisch wieder beim Exporteur gelandet sind. Also man kann schon gut sagen, 1,5 Wochen selbst in so einer Kette, die eben sehr direkt ist und eben nur aufgrund der verbesserten Infrastruktur überhaupt möglich geworden ist. Und wir werden in den nächsten dann noch Beispiele sehen. Hier, also das war ein Modell von Fischerei, was sich eben aufgrund der mangelnden Infrastruktur herausgebildet hatte. Die sogenannten Roving Collectors. Das sind also Fischer, die also hauptsächlich eben auf einer Insel vor Ostjava herkam halt, Madura heißt die Insel. Und von dort aus sind die dann halt losgefahren in die Fanggebiete und haben dort Fische gesammelt, also immer auf ihrer Reise immer wieder nachgefangen halt, weil die waren dann halt 4 Wochen unterwegs. Also mit Booten, ja, da würden wir uns vielleicht gerade mal so über unseren heimischen See da wagen halt, aber nicht wirklich aufs offene Meer. Also wirklich in Nussschalen ohne GPS und all was wir so vielleicht kennen und bräuchten für unser Sicherheitsbedürfnis. Da sind die nicht mit ausgestattet, aber gehen halt trotzdem auch wirklich weite Reisen halt, auch über Meeresengen halt oder so, wo Strömungen wirklich nicht fein sind. Also wie gesagt, ich war mit den Fischern unterwegs und also mir war oft Angst und Bange, dass ich dachte so, naja, also wenn man, wie diese überhaupt ihren Weg finden, ist mir immer ein Rätsel gewesen halt, also ob die kennen sich wirklich dann auf dem Meer aus, wie in ihrer Westentasche und kennen sich eben auch an den Riffen gut aus, also wissen genau, wo sie hinfahren. Und das wird dann natürlich auch ausgetauscht halt, so dass man weiß, okay, hier an dem Riff, da kann ich das und das finden und dann fahren da halt viele hin, um das auch zu holen. Und das hat dann eben 4, 5 Wochen gedauert, bis die quasi dort waren und dann eben so wieder zurückgefahren sind und alles abgesammelt hatten. Und man kann sich halt vorstellen, also auf solchen Booten gibt es natürlich auch keine idealen Halterungsbedingungen für die Tiere. Also was da die Regel war, ist einfach, dass mehrere Fische, also gegebenenfalls sehr viele Fische, in einfach größere Plastiktüten alle zusammen verpackt wurden. Wasserwechsel natürlich, ja. Wenn man Glück hat, halt irgendwie mehr oder weniger regelmäßig durchgeführt wurde, aber bestimmt keine Befüllung mit Sauerstoff halt von den Tüten. Und da eben einfach die Verlustraten auch sehr hoch waren. Glücklicherweise sind die Benzinpreise in Indonesien gestiegen und diese Form der Fischerei ist einfach unattraktiv geworden, dadurch, dass man eben so viel jetzt in dieses Benzin für den Bootsbetrieb eben investieren muss und es inzwischen quasi attraktiver oder vergleichbar teuer geworden ist, die Tiere mit dem Flugzeug zu transportieren. Also haben wir ganz klar einen Vorteil von, weil die Tiere einfach schneller vom Fanggebiet dann eben zu den Exportzentren verbracht werden können. Ja, die Fischer, die sind natürlich ganz oft das schwächste Glied in dieser Handelskette und oft eben auch sehr arm. Und da ist schon glücklich, wer eigentlich ein Boot hat, was natürlich immer, wenn man an den Fischer denkt, irgendwie verwunderlich klingt. Aber was noch verwunderlicher ist, die meisten von den Fischern können gar nicht schwimmen. Also die waten mehr oder weniger oder haben halt sehr dubiose Schwimmhilfen, die sie benutzen, um zum Beispiel am Riffdach rauszuwaten, manchmal auch während der Ebbe halt oder so, oder eben sich einfach da mit ihren Schwimmhilfen da rauszupaddeln halt. Das betrifft vor allen Dingen eben einfach Fischer, die in Küstennähe operieren und also nie irgendwelche Trainingseinheiten erfahren haben, beziehungsweise eben an die lokalen Zwischenhändler liefern und nicht eben in Kontakt mit irgendeinem Exporteur stehen. Ja, und genauso wie es mit der Motorisierung oder mit der Ausrüstung im Falle des Bootes bestellt ist, ist das aber auch mit der Ausrüstung zum Fischfang. Also hier sind viel Geschick und Kreativität gefordert von den Fischern, um sich eine Ausrüstung eben zusammenzubasteln. Also unsere Fischer sind ganz oft eben auch wirkliche kleine Künstler und Handwerker. Und
Also ich erkläre einfach mal, was man hier so sieht. Das hier ist zum Beispiel eine selbstgebastelte Schwimmbrille. Die sind meistens aus Kokosholz oder eben aus Zement, was in so Form gegossen wird, gebastelt, haben dann einfach so eine Gummischnur drum. Und das Glas ist oft aus Flaschenböden halt gemacht. Also ich fand ja, die nützen nicht viel halt unter Wasser. Man sieht kaum was halt und aber sie sehen schick aus. Also ich finde sie sehr schön. Aber ja, also es geht halt auch eine Menge Zeit in die Produktion. Dann gibt es halt sowas wie eine Schwimmflosse halt. Da wird meistens nur eine hergestellt und die sind dann oft eben so aus Spanholz oder auch, also das Witzigste, was man gefunden hat, war ein Klodeckel, den man auch mit mit so einem alten Fahrradschlauch oder Autoreifenschlauch halt eben dann als Flosse umgebastelt hatte. Die legen meistens die Füße übereinander, sodass sie dann quasi aussehen wie eine Meerjungfrau und wedeln dann halt nur mit dieser einen größeren Flosse halt zum Schwimmen. Und dann gibt es halt auch so eine Sammelhilfen, das sieht man hier oder da. Dort halt, wird dann halt meistens benutzt zum Fischtransport. Das heißt, also die sind ja Freitaucher, das gehen halt einfach runter, sammeln Fische und die müssen dann ja irgendwo hin. Also sie haben ja nichts jetzt unter Wasser, wo sie die reinstecken können, sondern die tauchen dann halt wieder auf, müssen sie ja auch zum Atmen. Und verbringen die Fische dann halt hier in so ein, ja, also sind entweder so eine Bambuskörbe halt oder Spaghetti-Siebe, habe ich schon gesehen halt. Und die haben dann drumherum meistens so einen aufgeblasenen Autoreifen oder eben so Polystyrolabfälle, damit die oben eben auf der Wasseroberfläche schwimmen und das Sieb eben noch so halb im Wasser ist, dass man da eben die Fische dann reintun kann und die da gehältert werden können während des Fischfangs. Und was er hier noch in der Hand hält, ist eben so ein Barrierenetz. Das sehen wir auch noch im nächsten Bild halt. Wird halt zum Aquariumfischfang auch gut benutzt. Und ganz klar, die Netze sind natürlich ganz entscheidend für die Qualität des gefangenen Fisches. Aber die gute Netzqualität ist eben oft sehr teuer und muss importiert werden und ist damit einfach unerschwinglich im Preis, aber auch einfach nicht logistisch quasi zu organisieren für die Fischer, die ja oft eben in abgelegenen Gegenden wohnen, wo es vielleicht gerade mal irgendwie einen kleinen Lebensmittelladen gibt halt oder so, aber nicht einen Laden, der jetzt irgendwie Fischereigeräte verkauft oder eben zum Beispiel Netze. Das heißt, Netze werden ganz oft eben selber gewebt aus Nylonfaden, sind dann gegebenenfalls aber eben sehr starr und verletzen dann die Fische halt. Oder sie sind eben aus Moskitonetz gemacht und dann eben sehr fein und reißen ganz schnell. Also beides hat halt Nachteile und beeinflusst aber eben die Qualität des Fisches einfach extrem. Und eine ganz gängige nachhaltige Methode ist halt der Fischfang mit dem Barrierenetz und einem Kescher. Das heißt also, an das Netz werden an die obere Kante halt sowas wie Polystyrol oder leere, verschlossene, also gasgefüllte Plastikflaschen gemacht und unten dran eben sowas wie Steine, gegebenenfalls Blei, wenn man das aus einer alten Tauchausrüstung eben hat, damit das unten quasi ins Wasser gestellt werden kann, wie eine Wand. Und man stellt das dann halt so zwischen die Korallen, wo man zum Beispiel eben Fische gesehen hat, die man da raustreiben will und probiert dann halt meistens mit Stöckchen auch noch und eben mit dem Keschernetz halt die Fische aus den Korallen in das Netz reinzutreiben und die dort dann eben abzukeschern. Das ist also eine ganz gängige Technik, also auch in Hawaii wird so gefangen halt. Das ist auch eine sehr nachhaltige Methode. Das Problem ist einfach nur, dass unsere Taucher eben Freitaucher sind. Sprich, die haben keine Gasflaschen und können natürlich nicht lange unten bleiben. Und das ist eben relativ zeitaufwendig. Also entweder hat man wirklich genügend Fische dort, kann das Netz aufstellen und die dann eben schnell raustreiben und abkeschen. Oder ansonsten hat man dann halt eigentlich verloren, weil also man kann ja eben nicht so lange dann als Freitaucher unterbleiben, wo ich schon sagen muss, bei den indonesischen und philippinischen Tauchern, da ist man echt immer baff, wie lange die überhaupt eben da unten bleiben können. Dann gibt es eine ganz ausgefallene Fischfangmethode, die eigentlich auf den Philippinen ihren Ursprung genommen hat. Und das ist eben die Harpunenjagd auf Mandarinfische. Und
Das sieht man manchmal noch beim Import halt, dass die Tiere oben an der Schwanzflosse, oben an der Rückenflosse halt, so kleine Punkte aufweisen. Und das sind eben diese Nadeln. Also die Harpunen sind auch oft selber gebastelt halt mit Nähnadeln und also wir haben alles mögliche eigentlich schon gesehen, auch so eine Kugelschreiberhüllen halt oder so. Und die werden dann halt mit so einem Gummi ausgelöst halt und schnipsen dann halt vor. Und aber erfordert natürlich trotzdem, dass der Fischer eben sich da auf die Lauer legt halt und den Fisch erstmal findet. Und natürlich auch je nachdem, wo der Fisch getroffen wird, ist das eben eine, ja, sag mal, einigermaßen nachhaltige Methode. Also sie schädigt jetzt zumal keine Fische halt, die man nicht wirklich fangen möchte und auch keine Korallen unbedingt halt, aber den gegebenenfalls den Fisch selber, wenn man eben an der falschen Stelle erwischt. Gott sei Dank haben die Mandarinenfische ja eben diese heftige Schleimschicht, also Schleimschicht auf dem Körper und deswegen verheilen die Wunden relativ schnell. Darf natürlich aber auch nicht viel passieren dann während des Transports, also dass die eben, ist halt wichtig, dass die wirklich gut gehältert werden halt zwischendrin und dann auch beim Exporteur, damit sie sich dort eben keine Infektion einfangen. Ja, dann gibt es natürlich Arten, da kommt man als Freitaucher wirklich nicht ran halt. Also da bräuchte man schon zu lange, um runterzukommen. Also alles, was eben in größeren Tiefen gefangen werden muss, das kann dann eigentlich nur ein Kompressortaucher machen. Also wie gesagt, es gibt kaum, also ich bin in ganz Indonesien oder in den Philippinen keinem Fischer begegnet, der wirklich mit Scuba ausgerüstet ist halt, also mit einem Jacket und einer Gasflasche halt, sondern was es dann gibt, ist eben diese Kompressortaucher. Das heißt, die beziehen ihre Atemluft dann eben über diese Schläuche. Bestenfalls, und ich war sehr positiv überrascht halt jetzt in Indonesien das zu sehen, dass sich das immer mehr durchsetzt. Also da haben aber auch die Exporteure wirklich Einfluss genommen und haben eben ihre Fischer beziehungsweise ihre Zwischenhändler und dann ihre Fischer halt versorgt, zum Beispiel mit solchen Atemreglern halt, die dann eben an diesen Schlauch angeschlossen werden. Das heißt, man muss nicht mehr die ganze Zeit auf den Schlauch beißen, um eben die Luftzufuhr zu regulieren, wie das früher und eben in den ärmeren Regionen immer noch der Fall ist halt. Und also schon allein das ist, also ich fand es super anstrengend halt irgendwie mit so einem, nur mit so einem Schlauch zu tauchen. Und davon mal abgesehen, sind das oft auch nicht gerade die besten gewarteten Kompressoren. Also unter Umständen atmet man da einfach eigentlich keine Luft ein, sondern einfach nur Abgase. Und das andere Risiko, was das mit sich bringt, ist, natürlich kann man damit in Tiefen gehen, fühlen jedenfalls die Taucher oder die Fischer dort halt, wo es einfach gefährlich ist, eben ja zu schnell aufzutauchen. Also man müsste eben dekompressieren, das wissen viele von den Fischern gar nicht halt. Und da gibt es eben wirklich, also auch Todesfälle, aber es gibt besonders viel Fischer, trifft man halt, die gelähmt sind. Und man, also als wir uns eben auf die Suche nach Dory begeben hatten, hatten wir einen Fischer angesprochen und gefragt, ob er eben mit uns rausfahren würde, um Dori zu suchen halt und oder uns einfach mal sein Fanggebiet zeigt. Und er hat eben gesagt, so ja, also frühestens nächste Woche und so. Und er hat immer noch so eine Lähmung im Bein halt und so. Dann, okay, also einfach nicht richtig getaucht halt. Ne? Aber ich meine, das sind Leute, die haben keine Schule besucht und die wissen natürlich auch nicht irgendwie großartig über Tauchsicherheit Bescheid. Und eigentlich kennt jeder von dem, wenn man mal rumfragt, halt irgendwie Fälle, wo sollten einfach das Trommelfell geplatzt ist oder die bluten oft aus dem Ohr, wenn sie hochgetaucht sind halt. Und dann eben einfach so Leute, die eben wirklich paralysiert, also gelähmt sind halt einfach durch die Dekompressionskrankheiten. Also diese Tauchform, die natürlich dem Fischer auch eine neue Freiheit gibt quasi, also eine Quelle zu erschließen, zum Beispiel für Großkaiserfische, aber eben auch für die Zwergkaiser, für auch gegebenenfalls für so eine Fische wie Dori halt. Also einfach Sachen, die man vielleicht in größere, tiefere eben sich holen müsste, also Anchas auch. Mit großem Risiko. Danach, auch wenn nicht mehr viel Rummel drum gemacht wird und man, also ich hatte
öfters eine Reaktion war noch halt, das ist doch nur ein paar Jahrzehntmal der Fall halt. Also, das stimmt leider nicht. Also das Fangen mit Schülern ist ein Thema in Indonesien und vermehrt eben auch noch. Das hat sich nicht gegeben von einer Nachlassung, weil der Preis für Zyanid ist trocken. Und das haben uns die philippinischen Fischer berichtet halt, dass sie jetzt das gezielter einsetzen. Also sprich nicht einfach Breitband ins Riff tun und dann eben absammeln, was immer ihnen quasi vor den Kescher kommt. Sondern eben jetzt sich wirklich, also wenn sie quasi eine Bestellung haben für bestimmte Fische, dann sich eben überlegen, okay, also für die brauche ich nicht, an mich nicht ran. Und das eben auch bitte dadurch, dass sie sind, man sich dann nicht stundenlang überlegen und probieren, ganz vorsichtig Fische aus einer Höhle rauszulocken oder eben zwischen den Korallenästen hervorzuholen. Es ist schneller und einfacher, wenn man eben da Gift reinspritzt, die Fische und man setzt halt ziemlich schnell dann eben den Kescher ab. Das also soll natürlich nicht den Cyanidfang entschuldigen halt, also bei weitem nicht. Aber es macht vielleicht verständlich, warum Fische überhaupt auf so eine Idee kommen. Ich meine, also wir mit unserem Wissen sagen dann so, okay, jetzt ihr schädigt ja die Lebensgrundlage für die nächsten Jahre. Das sehen Fischer aber eben erstmal nicht so, weil wenn man die Fischer befragt, Entschuldigung, dann heißt es eben, ja, dann gehe ich eben irgendwie ein paar hundert Meter weiter an das. Also diese Weitsicht ist natürlich erstmal nicht gegeben, aber man muss eben dazu sagen, mein Gott, wir Europäer haben auch unsere Urwälder abgeholzt halt über Jahrhunderte halt und sind halt jetzt irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es dieses Thema Nachhaltigkeit überhaupt eine Rolle spielt halt für uns auch selber eben als zukünftige Lebensgrundlage und Lebenserhaltung. Das ist natürlich schwierig, einen Fischer zu vermitteln, der ja auch daran gewöhnt ist, dass eben diese große Biodiversität und eben diese ganzen Riffe um ihn rum sind halt. Da bewegt man sich halt so, wie wir vielleicht früher in unserem Umfeld. Also, ich denke auch nicht, dass das ein Thema ist, was sich quasi von alleine regulieren lässt und man muss sich dazu eben auch überlegen, wie gesagt, das sind die weltweit größten Archipelagos, also einfach so eine Küstenlinie und damit diese Fischerei unter Kontrolle halt eine Riesenaufgabe und auch ein finanzieller Aufwand. Und manchmal, wenn so eine Länder wie Indonesien oder Philippinen ihre Thunfischflotten kontrollieren halt, da sind aber eben einfach ungleich größere Fischereien. Und es ist eben ganz schwer, individuelle Fische zu kontrollieren halt. Also jeder in Indonesien oder in Philippinen hat das Recht, eben zum Riff rauszugehen und sich irgendwas zu fangen. Also da gibt es keine Lizenzen oder Restriktiven und ja, das könnte eben auch kaum jemand kontrollieren. Also wird es darauf hinauslaufen, dass es nur in Zusammenarbeit mit den Marktländern eben passieren kann. Und da, wie gesagt, also es sind Bestrebungen da oder es sind ja eben auch Erfolge zu verzeichnen. Es wurden zum Beispiel ein Cyanid-Test eben entwickelt, der auch die Abbauprodukte von Cyanid bis zu 4 Wochen nach dem Fang dann eben nachweisen kann. Also das wäre ein idealer Test, den man beim Import durchführen könnte, um eben auszuschließen, dass man aus einer illegalen Fischerei kauft, weil Cyanidfischen ist natürlich in Indonesien, aber auch in Philippinen verboten. Aber wie gesagt, es hapert eben an der Kontrolle und da ist vielleicht eben auch einfach die Kontrolle im Markt gefragt. Was auf jeden Fall schon ganz viel gebracht hat, ist, dass dadurch, dass das eben vor ja gut 10, 15 Jahren jetzt eigentlich mal so durch die Presse gegangen ist, wurden einfach die Exporteure auch durch ihre Kunden unter Druck gesetzt und haben jetzt natürlich auch ein eigenes Interesse daran, eine gute Qualität, sprich eben auch giftfrei gefangene Fische zu liefern. Also das bringt auf jeden Fall immer was, wenn die Industrie mit der Industrie redet. Oder eben auch der Hobby-Aquarianer bei seinem Einzelhändler eben danach fragt und sagt, also ich will keine giftgefangenen Tiere haben. Ja, dann aus dem Fanggebiet oder direkt aus dem Wasser vom Riff gibt es oft so eine Zwischenhälterung im Fanggebiet. Das hängt eben auch davon ab, also inwieweit das angeschlossen ist. Ich hatte ja schon gesagt, bei unserem Beispiel mit der Dori ist das eben dann auf dem Boot passiert. Das heißt, die sind eine Woche unterwegs, halten die Fische unter Deck und fahren dann halt
innerhalb von ihrem Fanggebiet eben so verschiedene Plätze ab, übernachten dann da auf kleinen Atollen oder Inselchen halt. Die Fische bleiben aber natürlich an Bord, also unter Deck dann halt in den Tüten. Und bei anderen ist das halt so, also gerade bei solchen Fischern, die eben mehr im Küstenbereich arbeiten, halt um diese kleineren Inseln herum, dass die eben dann entweder in solchen ja, Wasserkäfigen halten halt, die sie sich da selbst gebaut haben mit Netzen und Bambus halt, oder eben dann gegebenenfalls auch an Land. Also hier haben wir zum Beispiel unten, das war eine von den MEC-zertifizierten Zwischenhalterungsanlagen in Philippinen, in einem zertifizierten Fanggebiet halt. Hier, das auch in Philippinen halt. Also die hatten sich halt einfach so eine kleine Hütte eingerichtet und haben die dann dort im Schatten gehalten, halt auch in Tüten verpackt schon halt. Ja, und also das sind so eigentlich die gängigsten Methoden zur Zwischenhalterung im Fanggebiet. Dabei ist natürlich zu sagen, also kommt natürlich wirklich auf die Qualität an. Also diese wasserbasierten Halterungssysteme sind gar nicht so schlecht. Das kommt nur eben darauf an, wo sie sind. Und wenn man sie natürlich eben direkt ja, an so einem Flussmündung oder eben an einem Abwässer halt platziert, dann ist das natürlich für die Fischer in diesen Netzen dort auch nicht ideal halt. Und weiter raus macht dann aber wiederum für die Fischer kaum noch Sinn. Also ich meine, wenn man dann wieder unterwegs ist und oder mit dem Boot quasi die Tiere aus dieser Halterungsanlage holen muss, dann lohnt sich das natürlich auch nicht mehr. Ja, dann geht's weiter zum Zwischenhändler halt. Also da kommt es drauf an. Es gibt natürlich manchmal lokale Zwischenhändler. Da fahre ich dann vielleicht mit meinem Moped mal eine Stunde oder zwei oder was weiß ich auch bis zu 8 Stunden halt, um dann eben die Fische zu dem lokalen Zwischenhändler zu bringen. Oder es geht halt gleich, sage ich mal, zur Zwischenhandelszentrale. Also es gibt so eine, wie so ein Sammelplatz für Fische und Korallen halt, der ist in Ostjava in Banyuwangi. Von dort werden dann die Tiere quasi auf diese zwei Exportzentren nach Jakarta und nach Bali aufgeteilt. Also gibt sowohl das eine als auch das andere Modell. Also es kann sein, dass zwei oder mehrere Zwischenhändler da agieren halt, oder es kann auch sein, dass direkt aus dem Fanggebiet eben Fischer, die meistens irgendeine Form von Abhängigkeit eben von diesem Zwischenhändler haben, eben den Zwischenhändler direkt beliefern in Banyuwangi, dann Ostjava halt, und der die dann eben an die Exporteure weiterverbringt. Ist natürlich meistens nicht so ideal der Transport, also A, wie die Tiere verpackt werden, aber eben auch die Umstände, also sprich dann eben im Boot oder eben auf dem Moped ist ganz gängig halt, also man fragt sich irgendwas. Es werden meistens also kleinere Plastiktüten dann in solche großen Reissäcke verpackt und die hängen dann da irgendwie 3, 4, 5 Stück auf so einem Moped mit einem Fischer, der die dann halt zum Zwischenhändler fährt. Sieht immer sehr artistisch aus. Ja, beim Zwischenhändler haben die Fische unter Umständen dann halt Glück, wenn sie das erste Mal in ihrem Leben in ein Aquarium oder in ein aquarienähnliches Becken überführt werden halt. Also das ist meistens auch nur mit simpelster Technik ausgerüstet halt, aber immerhin, also wir sehen hier zum Beispiel schon mal eine Sauerstoffflasche, das heißt Flasche, also das heißt für den Weitertransport werden die dann auch mal adäquat verpackt. Und hier, das sind eben alles so mehr so größere Betonbecken meistens halt, ne, also gefliest, dass man sie dann auch mal säubern kann halt. Seltener sind eigentlich Glasbecken, sieht man hier aber auch schon mal. Und dann werden die Tiere in diesen großen Becken eben meistens voneinander getrennt, indem man die eben auch so solche Spaghetti-Siebe setzt halt oder eben gegebenenfalls auch in so kleine Plastikbecherchen, die man eben gelöchert hat halt, so dass eben Wasser reinkommt und die aber trotzdem eben noch so im Wasser eben auch schweben und die Tiere sich aber gegenseitig nicht angreifen können. Ja, vom Zwischenhändler geht's dann auch mit verschiedensten Transporteln, je nachdem, wo das ist. Also zum Beispiel Banyuwangi nach Bali gibt es eine Fähre und dann wird es eben auf ein Laster verladen und dann eben runtergefahren halt. Gibt aber auch eben den generellen Bootstransport zum Beispiel nach Jakarta halt. Also wenn der Exporteur in der Nähe vom Hafen ist halt,
ne, die sich da auch direkt aus dem Boot abholen halt. Woran es da oft scheitert, ist, also wir sehen das ja hier, also ich meine, natürlich nicht unbedingt jetzt wünschenswert verpackt, aber immerhin schon einzeln. Also da schlägt mein Herz schon höher, weil oft eben wirklich früher einfach auf Mangel dieser Verpackungsmaterialien, das sind ja alles Sachen, die der Fischer sich irgendwie selber besorgen muss, beziehungsweise der Zwischenhändler, dann natürlich auch an den Plastiktüten gespart wurde und man eben eine größere genommen hat und da einfach mehrere Fische reingehauen hat. Das ist natürlich noch so optimaler, als jetzt eben einzeln zu verpacken. Aber man sieht eben einfach so, dass es schon ein ziemlich rauer Transport ist halt, ne? Und gegebenenfalls eben auch wieder länger dauert halt. Also wie gesagt, von den größeren Zwischenhändlern in Banyuwangi nach Bali, das ist dann, ja, also ungefähr 6 Stunden Fahrt halt von der Fähre dann halt. Und die Fähre nach Banyuwangi braucht so 1,5 bis 2 Stunden halt. Also meine, man kann schon gut wieder einen Tag dazu bringen halt, bis man dann beim Exporteur ist. Und das ist eigentlich, also das ist wirklich noch ein kleiner Weg halt, also Zwischenhändler. Transport kann auch viel, viel länger dauern. Beim Exporteur sind wir dann endlich an einem Ort angelangt, wo es inzwischen auch mehr und mehr wirklich gut aussieht. Also hier habe ich ein ganz exzellentes Beispiel, finde ich, gefunden halt. Also das ist auch ein Exporteur, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten halt. Und der wirklich sich grandios verbessert hat, also über die letzten 10 Jahre, also wirklich da auch keine Mühen gescheut hat, irgendwie eine adäquate Halterungsanlage eben sich aufzubauen, halte ich da auch wirklich gut durchgeplant und also passt eben auch von der Bauweise und von der Anordnung. Und dort ist es wirklich das erste Mal, dass die Tiere eben auch adäquat eingewöhnt werden, also sprich nach diesem Transport eben dann der Unterschied zwischen Transportwasser und dem Anlagenwasser eben einfach mal langsam ausgeglichen wird und die Tiere eben nicht von einem Becken ins andere geschmissen werden oder von der Tüte ins Becken geschmissen werden. Und dort wird dann eben auch erstmal nicht nur die Akklimatisierung durchgeführt, sondern eben auch gegebenenfalls eben diese Quarantäne, also dass man eben erstmal wartet, irgendwie so, was passiert denn jetzt mit den Tieren nach dem Transport und gibt es da vielleicht irgendwelche, die mit Krankheiten behaftet sind, sodass ich sie nicht mit dem vorhandenen Stock oder Bestand von Tieren in der Anlage eben in Kontakt bringe erstmal. Und dann eben in diese Halterungsanlage überführe und dort die Fische eben auch wirklich mal gefüttert werden. Also das darf man auch nicht unterschätzen, die kriegen natürlich auf dem Boot und sowas kein Futter. Also, und vorher eben bei der Zwischenhändler und Zwischenhalterung eben natürlich auch nicht. Also das heißt, gegebenenfalls sind die Fische eben wirklich schon Wochen unterwegs, ohne Futter gesehen zu haben. Und das verursacht natürlich nicht nur Hunger, sondern auch großen Stress. Und die Tiere, die ja eher ohnehin entkräftet sind und einfach diesen Stress eher auch eben verarbeiten müssen, dass jetzt aus der Wildnis entnommen wurden, diese Transportkette durchlaufen haben halt, die sind natürlich auch extrem krankheitsanfällig dann halt. Also von daher macht diese erste Zwischenhalterung eben, also die erste adäquate und in Aquarien Zwischenhaltung beim Exporteur viel Sinn. Dort kommt eigentlich sowieso schon erstmal nur an, was eigentlich am kräftigsten ist. Also da gilt Darwins Prinzip uneingeschränkt. Also nur der Fitteste kommt durch, also bis dahin halt. Und dann wird dort natürlich auch nochmal ausgesiebt, also dass nur die fittesten Tiere dann wirklich die Reise antreten, dann eben nach Deutschland oder anderswohin, sprich in die Marktländer. Also ein guter Exporteur macht viel Sinn für die Leute hier und von der Qualität, die der Exporteur liefert, ist natürlich auch die weitere Qualität eben sehr abhängig. Also der Exporteur ist im Prinzip auch so eine Filterstation oder Auffangstation eben für alles, was überhaupt nicht weiter in die Handelskette eben eingeht. Dazu muss man aber natürlich auch sagen, der Exporteur bezahlt natürlich nicht für Tiere, die da tot ankommen oder eben auch mit Krankheit behaftet oder so geschwächt, dass er sie nicht verwenden kann. Also die werden meistens postwendend wieder mitgegeben, also wenn es eben nicht über den Flug passiert ist, sondern Fischer zum Beispiel ihre Ware direkt angeliefert haben oder Zwischenhändler, dann geben sie die wieder mit. Und dann fährt der Zwischenhändler oder der Fischer eben dann rum. Und bei irgendeinem Exporteur, der da vielleicht nicht ganz so viel Wert drauf legt,
Da wären sie sie dann gegebenenfalls noch los und ansonsten wären sie eben auch ganz oft wieder dann irgendwo um Bali oder Jakarta eben ins Meer entlassen, bestenfalls. Ja, und damit sind wir natürlich auch bei diesen Ursachen für die Verluste gelandet. Also natürlich Giftfang spielt auf jeden Fall eine Rolle. Auch die schlechte Ausrüstung halt der Fische, die schlechte Netzqualität, dass die Fische genauso wie die Taucher eben keine Dekompression durchführen, also keinen Druckausgleich. Also das merkt man auch oft, wenn man Tiere beim Export sieht, halt die taumeln wirklich durch die Becken halt und können eigentlich so ihre Balance gar nicht mehr halten. Das sind oft Dekompressionsfehler halt. Dann die schlechte Zwischenhälterung, diese langen Transportzeiten verbunden mit dem Futtermangel halt, also weil einfach so viel Zeit ins Land geht. Die langen Transportzeiten, die natürlich durch diese mangelnde Infrastruktur eben hervorgerufen werden. Und am Ende natürlich auch eine ungenügende Qualitätskontrolle. Also ich meine, wenn man da kein Auge hat und so eben einfach so schwache Tiere nicht aussortiert halt, dann werden die eben irgendwann später in der Handelskette verenden halt oder auf der Strecke bleiben. Und also diese Qualitätskontrolle ist eben sehr wichtig und sollte eigentlich schon beim Zwischenhändler quasi einsetzen, dass der eben auch gar nicht erst Tiere eben aufkauft, die von den Fischern gebracht werden, die eben schon krankheitsbehaftet sind oder geschwächt, sondern dass die man wirklich dann einfach dort vor Ort wieder ins Meer entlassen kann, wo sie ja eine höhere Chance haben, das noch zu überleben, als wenn sie jetzt den restlichen Transportweg noch zurücklegen müssen. Und ja, dann habe ich mal zwei Beispiele rausgesucht für die Preisentwicklung. Also hier ist das Beispiel Dori. Das ist ein hochpreisiger Fisch, also äußerst attraktiv auch für die Fischer halt. Also umgerechnet sind das derzeit so ungefähr 1,38 Euro, die der Fischer eben für eine Dori in der 5 bis 7 Zentimeter Größenklasse bekommt. Und der Zwischenhändler, der bekommt dann schon 4,15 Euro, der Exporteur schon 10,98 Euro im Schnitt, sage ich mal. Also das geht so zwischen 10 und 12 Euro halt, die er sich da bezahlen lässt. Und ja, dann pflanzt sich halt sofort, also exponentiell steigen die Preise an. Natürlich auch die Kosten, also muss man ja auch sehen. Aber andererseits ist es natürlich schon so, dass der Fischer zum Beispiel Benzin für seinen Bootsmotor selber bezahlt halt, eben auch die Tüten irgendwie selber bezahlt. Also das ersetzt ihm der Zwischenhändler nicht, auch nicht der Exporteur, dem Zwischenhändler. Und das heißt, der Exporteur ist der Erste, der sich eigentlich sowas wie Verpackungsmaterialien, Boxen zum Beispiel und sowas eben bezahlen lässt. Also der Importeur bzw. Großhändler, der bezahlt das dem Exporteur, muss ja auch die Frachtkosten bezahlen halt. Das ist bei dem Preis, den der Exporteur an den Zwischenhändler zahlt, beziehungsweise der Zwischenhändler an den Fischer, alles schon quasi mit abgegolten. Also da kommt das nicht mit drauf. Ja, so kommt dann natürlich auch der Preis zustande im Großhandel. Also die zahlen dann schon 24,50 Euro im Schnitt. Und dann im Einzelhandel, also so wie wir den Fisch dann kaufen, je nachdem. Also ich habe jetzt einfach mal ein Mittel genommen, was ich im Onlinehandel gefunden habe. Das sind dann so ungefähr 55 Euro gewesen halt. Also mal mehr, mal weniger. Ist für uns ja einfach schon ein sehr teurer Fisch, aber letztendlich, wenn wir das jetzt im Vergleich mit dem nächsten Beispiel sehen, natürlich auch für die Fischer lukrativ. Aber wenn man sich das dann anguckt halt, also was für Investment und eben gegebenenfalls auch Risiko der Fischer hat, um eine Dori zu fangen, da denke ich immer noch, 1,38 Euro ist nicht viel, ist auch in Indonesien nicht mehr viel. Also, ja, mit den Benzinkosten halt und ja, Lebenshaltungskosten, die auch ein Fischer natürlich hat, finde ich jetzt 1,38 Euro nicht so dolle. Und Dori ist eben auch schwierig in großer Stückzahl zu fangen. Also, da macht man jetzt nicht so viel Geld an einem Tag dann. Und das sieht natürlich bei so einer Art wie zum Beispiel dem Bangai-Kardinal dann schon ganz anders aus. Also, da kriegt man halt nur 4 Euro-Cent für halt. Der Zwischenhändler, nee, der Exporteur, also in dem Fall ist der Zwischenhändler Schritt ausgelassen, kriegt dann 1,84 Euro. Dieser Sprung, sage ich mal, zwischen dem, was der Exporteur verdient und dem, was der
Großhändler bzw. Einzelhändler finde ich, ist eben in diesen Beispielen dann noch viel größer. Das heißt, bei allen, also bei Export und Import, ist das natürlich immer so eine Mischkalkulation. Also bei manchen Fischen zahlt man gegebenenfalls sogar drauf halt. Das liegt meistens eben auch daran, dass der Importeur und der Exporteur eben hauptsächlich in Fracht investieren müssen. Also am Ende verschifft man eine ganze Menge Salzwasser und dafür bezahlt man heftig eben bei den Fluglinien. Und große Fische verbrauchen natürlich mehr Wasser halt in ihren Tüten quasi, also brauchen mehr Platz und deswegen kosten sie dann eben auch mehr, allein schon durch den Transport- und Frachtpreis halt. Am Ende sieht man halt irgendwie, gut, für den Fischer bleibt nicht so viel hängen, vielleicht auch nicht so viel Anreiz, da irgendwie sich großartig zu ändern oder auf Nachhaltigkeit und adäquate Fangmethoden und Qualität eben zu achten. Also da muss aber auf jeden Fall eine Initiative geschaffen werden halt. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Punkte zusammengetragen, wo ich denke, so das kann getan werden, sowohl in Herkunfts- als auch in den Marktländern sind natürlich Nachzuchten ein absolutes Thema und sollten natürlich, also diese Bemühungen eben fortschreiten, dass man eben so möglichst viele Arten, die eben durch den Aquarienhandel abgefragt werden, nachgezüchtet werden, vorzugsweise natürlich auch in den Herkunftsländern, um dort eben dieses Einkommen, was sie eben aus den Wildfängen eben haben, zu ersetzen mit dieser Nachzuchtaktivität. Hierbei muss man natürlich auch sagen, da sollte darauf geachtet werden, dass dieses Nachzuchtbestreben oder eben auch diese Forschung nicht in die falschen Bahnen gerät. Also ich sehe jetzt zurzeit zum Beispiel so einen Trend irgendwie, wo vermehrt Großkreiser ausgetüftelt werden und jeder will irgendwie einen Großkreiser nachziehen. Und das ist natürlich toll, wenn man sowas machen kann. Aber wie viele Leute kaufen Großkreiser? Wäre es nicht vielleicht wichtiger, sich irgendwie auf viele kleine Gobies und Blennies zu stürzen, die eben, oder eben zum Beispiel auch diese, die Demoisellen und Riffbarsche halt, die ja offensichtlich eben einfach den Großteil von dem Meeresfischhandel eben ausmachen für die Aquaristik. Wo das schon geklappt hat, hatte ich ja schon gesagt, ist eher eigentlich so bei Steinkorallen der Fall. Und ich denke, bei Nachzuchten ist eben auch so ein Thema, dass man darauf achten muss, dass die eben auch hier im Markt wirklich abgefragt und gekauft werden halt, weil wir sehen eben auch bei dem Nemo, also unserem bekannten Beispiel, wo ja wirklich die Nachfrage oder auch der Absatz um mehr als 25% gestiegen ist nach dem Film, dann natürlich auch vermehrt nachgezogen wurde, also sprich auch die Nachzucht gefördert wurde dadurch. Aber trotzdem sehe ich halt immer noch von Massen von Clownfischen, die eben bei den Exporteuren rumspringen. Und das sind einfach Wildfänge. Und das, was wir vorhin gesehen haben, eben in der Importstatistik, also wo ja die Clownfische eben auch die führenden Fische mit waren halt, beziehungsweise eben die Riffbarschfamilie. Das sind Wildimporte. Also ich meine, in USA gibt es die großen kommerziellen Nachzuchtbetriebe quasi halt. Also das sind dann ja keine Importe. Also wir sehen ganz deutlich, dass da eben immer noch ganz viele Wildfänge involviert sind. Also noch nicht mal bei den Arten, wo wirklich in kommerziellem Maßstab nachgezüchtet werden kann, hat sich das wirklich durchgesetzt. Also da ist ganz viel hier im Markt und eben auch durch die Hobby-Aquarianer gefragt, eben den Nachzuchten ganz klar den Vorteil zu geben. Sagen, okay, also da, wo es möglich ist, und dann zahle ich halt lieber auch einen höheren Preis, um eben diese Nachzuchten zu stärken und auf den Wildfang wirklich bewusst zu verzichten. Ja, und dann ist natürlich in den Herkunftsländern ganz, ganz wichtig, dass ein besseres Fischereimanagement gefordert wird. Und das ist natürlich hauptsächlich eine Aufgabe von den Exporteuren vor Ort, also die mit ihren Regierungen und Fischereimanagern eben arbeiten müssen und sagen, also wir wollen eben auch eine kontrollierte, nachhaltige Fischerei. Dazu ist es aber auch wichtig zu wissen, zum Beispiel bei Thema Dori, wie viele Fische gibt es denn überhaupt von der Art? Und das sind eben, also das gehört eigentlich zu einem guten Fischereimanagement, dass man eben schaut, also wie ist es um die Bestände bestellt und wie viel kann ich denn da besten Gewissens dann wirklich noch entnehmen? Und das ist eben einfach in der Aquarienfischerei überhaupt nicht der Fall. Also ich kenne eigentlich nur Australien
und Hawaii und Florida halt irgendwie, wo das überhaupt gemacht wird. Also dann gibt es noch so ein paar Inselstaaten, die auch eben versuchen, ihre Aquarienfischereien eben zu regulieren. Aber in Indonesien und in den Philippinen, wo ja eben hauptsächlich unsere Tiere herkommen, ist das definitiv nicht der Fall. Und so bleibt das eben zum Beispiel bei Dori halt einfach für mich ein schaler Nachgeschmack. Ich denke, gut, also die Fischer berichten mir, sie müssen immer weiter raus. Es ist auch nicht garantiert, dass sie dann eben die Fische in ausreichender Anzahl und in der gewünschten Größe quasi finden. In unserem Beispiel war es dann halt so, dass wir nur adulte Tiere gefunden haben. Die haben sie dann für uns halt quasi gefangen, aber die würden sie normalerweise nicht in den Handel einspeisen, weil die einfach keiner haben will. Also das sind dann einfach Tiere von 17 bis 20 Zentimeter Größe. Also die kauft hier keiner, also die importiert hier einfach keiner. Und ja, dann ist es natürlich bei solchen Fischen wie Dori eben auch eine saisonale Frage. Aber schon allein, dass die Fische mir erzählen, dass sie eben immer weiter rausfahren müssen und immer mehr Fanggebiete abgrasen müssen, ist halt ein Indikator, dass es gegebenenfalls eben auch weniger Doris gibt, was auch immer das für Gründe haben mag. Also das muss nicht unbedingt eine Überfischerei sein halt, aber das kann natürlich auch durch ökologische Komponenten eben beeinflusst sein. Also wenn Riffe leiden ja allgemein irgendwie unter vielen Faktoren der Umweltzerstörung halt, Überwärmung der Meere, Übersäuerung der Meere, also Verschmutzung der Meere. Also Korallenriffe insgesamt haben ja zu leiden und damit natürlich auch ihre Fischpopulation. Also das kann man nicht jetzt genau sagen, woran das jetzt liegt. Aber es ist ein Indikator, dass man natürlich auch so eine Fischerei eben gewissermaßen managen und steuern muss, um eben nicht noch in diese Gefahr zu laufen, da eben zu beizutragen, dass man die Art quasi dann oder lokale Population eben dann minimiert. Und ein Werkzeug quasi von guter Fischerei, Management ist natürlich die Lizenzierung. Also sprich, ich kontrolliere erstmal, wie viele Leute wirklich irgendwie an die Riffe gehen und Fische entnehmen. Also das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Und man müsste natürlich eben auch den Aquarienfischern und den Händlern eben einfach mehr über die Best Practices eben beibringen beim Fangen, aber eben auch ganz wichtig eben, wie behandle ich die Tiere eben danach und wie transportiere ich die wirklich eben sach- und fachgerecht. Und im Markt können wir das natürlich unterstützen, indem wir eben unseren Einkauf so gut wie es geht eben nachhaltig gestalten, unseren Händler eben auch mal fragen, wo kommen denn die Tiere her? Sag's mir jetzt halt. Also ist es ein Fisch aus den Philippinen? Wir hatten, also, oder wir haben eben Listen entwickelt halt, wo wir ökologisch bedenkliche Arten aufgeführt haben, da wo wir sehen, da sind eventuell die Bestände bedroht halt, also dass die schon auf der roten Liste von IUCN gelistet wurden, eben als bedenklich. Also ich denke, das sind Arten, da müssen wir nicht noch eins draufsetzen halt. Und natürlich ist für mich auch ökologisch bedenklich, ist eben Wildfänge irgendwie zu holen, wenn die Art eben einfach nachzüchtbar und im Markt eben erhältlich aus Nachzuchten ist. Und dann hatten wir eben noch Arten, also eine andere Liste halt oder so, die eben, sag mal, ungeeignet für den Anfänger eben Arten auflistet halt. Und da denke ich, ist eben auch viel der Aquarianer selber gefragt, aber eben auch der Einzelhändler als Kontaktstelle, sag ich mal. Also der jetzt eben, wo der Fachhandel wirklich eben eine Beratungspflicht eigentlich hat, denke ich. Also ich meine, es geht hier um lebende Tiere. Da muss man die Leute schon aufklären, was braucht dieses Tier halt. Wir haben ja inzwischen eben auch so eine neue Regulierung, dass eben diese Informationsblätter eben mitgegeben werden müssen. Und ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also da kann meiner Meinung nach auch noch mehr passieren halt. Also es muss ja nicht in irgendwelchen Überregulierungen eben von Staatsseite eben resultieren. Aber ich denke, der Einzelhandel kann sich da auch wirklich irgendwie noch gut für einsetzen, dass man eben Kunden einfach berät. Und ich habe ganz oft eben Hobby-Aquarianer, die mir dann berichten, ja, so, also mein Händler, der, ich bin aus dem Laden gezogen und dann hatte ich eben drei Doktorfische in der Tasche halt. Ich meine, die sind einfach attraktive, schöne Tiere. Und also ich bin, glaube ich, die Erste, die einer Dori wirklich zum Opfer fallen würde halt. Aber wenn man dann weiß halt so, was das Tier braucht, wie viel Platz es braucht und wie pflegeintensiv das letztendlich dann ist,
Ich denke dann, wenn einem der Händler das irgendwie erzählt hätte, dann würde die Kaufentscheidung vielleicht in manchem Fall dann doch anders aussehen. Und das ist auf jeden Fall in der Verantwortung vom Aquarianer eben selber, also diese Beratung zu suchen, aber eben auch wirklich einzufordern halt und vielleicht eben auch Händler einfach zu meiden, die das eben nicht liefern können. Also da sollte man sich schon irgendwie den Fachhändler natürlich suchen, der dir es auch bietet. Und was ganz wichtig ist, ist eben ja die Unterstützung der Herkunftsländer bei der Entwicklung eines nachhaltigen und fairen Meerwasserhandels und einer legalen Aquarienfischerei halt. Also hatte das ja schon mal anklingen lassen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten halt zu kontrollieren. Also was für Fischereiprodukte ich jetzt hier im Markt kaufe. Also für Speisefisch gibt es zum Beispiel eine Regulation, die illegale, unregulierte und dokumentierte Fischereien eben ausmerzen möchte. Da braucht es eben so ein Zertifikat, wo genau dokumentiert wird, wo die Fische gefangen werden, halt, also wirklich mit GPS-Daten halt. Das führt natürlich im Fall der Aquarienfischerei vielleicht zu weit, aber es wäre ja schon geholfen, wenn man eben zum Beispiel so einen Cyanid-Test eben einrichtet und sagt, also Cyanid-Fischerei ist illegal halt und illegale Fischereiprodukte haben bei uns eben in der EU oder in den USA eben einfach nichts zu suchen halt. Also diese Gesetze gibt es überall. Also auch in der EU und in den USA sind eben illegale Fischereiprodukte verboten einzuführen. Aber ja, wie will man das kontrollieren halt? Und im Falle von der Aquarienfischerei ist es halt ganz schwierig, wenn man eben diesen Cyanid-Test eben nicht einsetzt oder eben anwendet und den in den Exportländern eben einzufordern halt. Ja, dann ist es einfach nur ein weiteres Zertifikat, was eben erkauft wird. Also das ist auch ganz oft der Fall jetzt zum Beispiel bei diesem Gesundheitszertifikat. Das war auch in Indonesien lange Zeit einfach was, wo der Exporteur eben eine extra Bezahlung eben einfach an die Behörden machen musste und dann eben sein Zertifikat ausgestellt bekommen hat. Also inzwischen war ich auch wirklich positiv überrascht. Ist es so, dass einmal die Woche zum Beispiel so einer von, also ein Beamter der Veterinärbehörde vorbeikommt und die Tiere in Augenschein nimmt, die eben für den Export also bereitgestellt wurden quasi oder eben ausgesondert wurden und daraufhin eben dieses Gesundheitszertifikat ausstellt. Also es gibt da ja auch positive Entwicklungen. Ich denke, das liegt eben auch viel daran, was der Markt wirklich abfragt und also wo eben Druck gemacht wird quasi auch auf die Exporteure eben Qualität zu liefern und dass die das dann eben natürlich auch von ihren Behörden eben einfordern halt, also dass so eine Sachen wirklich umgesetzt werden. Also diese Kooperation zwischen Herkunfts- und Marktländern ist da wirklich ganz wichtig. Ja, und dann hatte ich schon anklingen lassen, also ganz ja, ganz stark um solche Maßnahmen umzusetzen, ist da eigentlich diese ja, Business, also B2B-Model halt irgendwie, also sprich, dass eben der Exporteur und der Importeur eben miteinander arbeiten. Der Vorteil ist natürlich auch, es bleibt in der Familie halt, also man muss jetzt nicht irgendjemanden wie die Regierung oder Politiker irgendwie damit wahnsinnig machen, Behörden beauftragen, die am Ende ja weniger Ahnung haben als die Leute, die jeden Tag damit umgehen halt. Und es ist eben allein durch die Kaufkraft des Kunden eben der nötige Druck und die, aber auch eben die Unterstützung dafür geschaffen wird halt. Und wir möchten natürlich gerne, wenn wir die Gelder eben jemals wirklich generiert haben halt, einfach, also wir machen das jetzt schon, aber was wir gerne machen würden, ist jetzt wirklich Trainingsprogramme eben für die Fischer anzubieten. Also wir kooperieren jetzt viel mit Exporteuren halt vor Ort, die dann eben quasi mit ihren Zwischenhändlern und Fischern zusammenarbeiten. Also inzwischen hat sich auch so ein Modell durchgesetzt, wo man sagt, okay, der Exporteur, der unterstützt halt seine Zwischenhändler und der Zwischenhändler, der bleibt dann eben quasi in direktem Kontakt und aber eben auch Unterstützung mit den Fischern halt. Also so, dass man die Handelskette A ein bisschen strafft dort vor Ort halt, aber auch, dass sich eben einer um den anderen ein bisschen mehr kümmert und eben auch besser aufpasst. Also
Es war auch ein Anliegen von dem Exporteur, mit dem ich in die Fanggebiete gefahren bin. Er hat gesagt, wenn ihr irgendjemanden von den Fischern dort seht, der mit Zyanid fischt, ihr müsst rausfinden, wer das ist halt, und ihr müsst uns das sagen, damit wir die Leute eben auch ausmerzen können halt. Also das ist ihm wirklich auch ein Anliegen gewesen, quasi darüber Kontrolle zu bekommen. Was natürlich auch schwierig ist, wenn die Fischer eben einfach mal in weit entfernten Fanggebieten sind. Also ich meine, natürlich kann auch nicht der Exporteur irgendwie ständig jemanden vorbeischicken, der den Leuten auf die Finger guckt halt. Also, aber die Bemühungen sind auf jeden Fall da, eben da auch die Zwischenhändler eben mit einzubeziehen und ja, diese Kontrolle eben auch abzufordern. Ja, und das muss natürlich auch immer praxisnah sein, und wie wir eben vor allen Dingen in Philippinen, aber eben auch in Indonesien festgestellt haben, geht das eigentlich immer nur einher mit Entwicklungshilfe. Also es braucht natürlich auch eine Initiative für die Fischer, an solchen Programmen teilzunehmen. Das kann eben nicht nur irgendwie blankes Geld sein. Also gut, ihr macht halt das Training mit und dafür kriegt ihr irgendwie 100 Dollar halt dann oder so. Also das funktioniert natürlich nicht. Also das funktioniert für die Zeit vom Training, aber eben nicht hinterher. Also es muss schon so sein, dass die Leute eben verstehen irgendwie, worum es geht und warum das also auch für sie und ihre Lebensgrundlage eben wichtig ist, dass sie eben an solchen Programmen teilnehmen, aber eben das dann eben auch das Gelernte eben anwenden halt. Und das muss so praxisnah wie möglich sein. Das heißt, man kann nicht dieselben Anforderungen, die man jetzt hier zum Beispiel an eine Halterungsanlage in Europa stellen würde, das kann ich nicht dem Fischer beziehungsweise dem Zwischenhändler aufladen halt. Also das muss natürlich im Rahmen der Möglichkeiten passieren. Aber auch da gibt es unheimlich viel, was man eben tun kann mit einfachen Mitteln halt. Mitteln, die eben auch vor Ort irgendwie ja, erhältlich sind halt und wo es trotzdem einfach große Verbesserungen zu erzielen gilt. Ja, und ausklingen lassen würde ich eigentlich den Vortrag gerne eben mit dieser Übersicht, also einfach von dieser überwältigenden Artenvielfalt, die wir in Indonesien oder eben auch in Philippinen, Südostasien generell eben finden. Und die erstreckt sich ja eben wirklich einfach über alle Fischfamilien, die von Interesse eben von den Aquarianern sind.